Herzlich willkommen zum Livestream. Wieder einmal, Inter geht immer noch nicht. Wieder einmal ein neuer Livestream und er zensiert das Livestream immer noch nicht. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Wir brauchen auf jeden Fall Platz jetzt mal hier im Silo. Vor allem jetzt, wenn wir... Kommen wir noch ein Hummer-Ding. Vor allem jetzt, wenn wir da Weizen farmen wollen. Kommen wir mit so wenig Platz nicht... Oh, schon 7 Nachrichten, Alter. Es geht ab. Heute ist die Sau los. Ja, ist immer besser als nachts, da ist immer mehr los. Also, tagsüber. Oh, ich hab's A vergessen. Egal. So, wir haben die Stadtaufgabe mittlerweile schon abgeschlossen. Die habe ich heute Morgen schon gemacht. Dachte mir, komm, die Stadt, die mache ich mal eben. Habe ich was gegessen und dann bin ich jetzt hier. Yeah. So war der Tagesablauf. Warum habe ich denn keinen Platz im Silo? Zu viel Chili, glaube ich. Mal einiges wegproduzieren. Aber es wird sich schon noch ergeben. Ich mache jetzt noch Futter, dann noch ganz Produktionsdinger. Und dann ständig das Verkaufen noch. Sechs Nachrichten schon wieder. Sechs Nachrichten schon wieder. Ich komme gar nicht zu Potte hier. Ja, das ist eigentlich normal beim Livestream, dass der live mitläuft. So. Kuhfutter für die Kühe. Wäre lustig, wenn man auch Kuhfutter mal den Schweinen geben könnte. Mal gucken, was die für ein Gesicht ziehen. Wahrscheinlich wäre dir das egal, weil die Hauptsache was zu essen haben wollen. Aber dem Spiel ist es nicht egal. Ist ja aber mal lustig. Ja, jetzt habe ich diese eine Kuh da oben vergessen. Dienstag. Der von gestern kommt. Montag. Wieder reich an Produkten jetzt gleich. Sieht man auch, dass ich das hier schon war. Schon ein bisschen was produziert. 4, 8, 12, 16, 2, 4, 6, 8. Gut, schaffen wir. Was haben wir denn hier? Marilltomaten. Das war ein Zufall. Ach, was für eine komische Zahl. Leider, ich guck schon wieder. Zitronencreme, scheiße, Bienenwachs ist kacke.
Platin, Sabé. Scharfe Pizza habe ich nicht. Ja, sicher, 15 Braunzucker. Am Arsch. Das kriegst du. Brauche ich mal wieder Speck und Eier. Aber die kriege ich in der Zeitung. Das ist no problem. Wir sind immer noch auf der Mission, Sanyo einzuholen. Ich hatte es ja gestern schon im Livestream gesagt. Wir haben sie zwar eingeholt, aber ich möchte es im Video zeigen können. Und da sie ein, zwei Stunden später auch schon mit dem Level 106 erreicht hat, zählt das nicht. Sechs Wolle hätte ich auch, aber die muss ich jetzt sowieso einsetzen für blauer Pullover. Machen wir auch direkt. Ich finde diese Pullis brauchen richtig lange. Die brauchen richtig lang. Wir sind immer noch davor, kurz davor 300 Ex zu haben. Eine sehr, sehr feine Sache ist. Sommersalat. Warum nicht? Ich bräuchte eigentlich Olivenöl, aber ich habe kaum noch Sägen. Das ist echt scheiße. MW. Erwischt. Ach, MW, kauft doch nicht von hinten. Ah, scheiße, was ist jetzt los? Ah, kacke. Nein. MW kauft ausgerechnet das blöde Inserat. Der hat's doch nicht mal alle. Eine saftige Nachricht. Das ist eigentlich ein guter Tausch, 20 Äxte gegen 10 Sägen. Ein guter Tausch. Den werde ich nicht abschlagen. Tut das. Ah, tut's vorne hin. Ich habe ja nur 197. 297. Tada! Perfekt. Sind wir um 20, 10 Sägen reichen. So einen Tausch nehme ich gerne an.
Oh mein, hier schon wieder. Wieder Schweinefutter, ne? Schweinefutter. Ach, Lord ist on. Hi, Lord. Ganz vergessen. Was gibt's hier so? Ach, komm, hol mal einen Speck und Eier. Aber wenn es nur einer ist. Dann bin ich wieder 5. Was haben die denn da gerade gesungen? Ich glaube, ich kann eigentlich Kobalt verbessern, oder endlich? Ah ne, hatte ich ja schon. Stimmt. Stimmt, stimmt. Stibitzen wir von MW erstmal ein paar Leute. Alle meinen die schnellsten zuordnen. Zitronenkerze habe ich nicht. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht produzieren, weil ich kein Bienenwachs habe. Aber ich lasse den einfach erstmal drin. Vielleicht ergibt sich da nochmal was. Ja, kein Platz mehr im Kobalt für den einen. Das tut mir aber leid. Nicht. Überhaupt nicht. Erebos. Altes Haus. Oh. Oh Mann, ey. Scheiße. Jetzt sind sie einfach alles, Mann. Was ist das denn für eine Kacke? Diese blöde Tastatur hier bei Helden, die riecht mich sowas von auf. Jetzt sind sie dann einfach jeden Scheiß. Kommt davon, wenn die Entwickler keine Deutschen sind. Wenn unsere Firma so einen Scheiß machen würde, dann würde ich die erstmal sofort ankacken. Was habt ihr da für einen Scheiß gemacht? Ändert das! Auch scharfe Pizza. Hier mal im Angeln können wir Pizza Frutti die Mare machen. Okay.
Der Homer, er macht erstmal dann eine Rutschparty draus. Ja, haben sich nur die Mitglieder verändert, ansonsten eigentlich nichts. Scheißfisch, Alter! Was ist das für einer? Hat's doch nicht mal alle. Voll hyperaktiv. Ich möchte doch nur ein Fischfilet haben. Der macht es mir so schwer. Oh, Alter. Geht nach mit denen heute. Ich bin total. Hier ist wieder ein chilliger. Der Rotlachs. Ich vergesse die Namen von denen immer. Zander und Karpfen kann man sich leichter merken als Rotlachs, Saukarpfen. Und noch irgendwas. Ist kein Livestream. Ich muss öfters das Bild wechseln, das ist ein bisschen kacke sonst. Also wenn ihr den Livestream Disney hier nicht live guckt, dann ist nämlich heute Dienstag und der 100 Abo Special ist vorgestern gekommen. Pizza, Frutti, die Mare möchten wir jetzt machen. Aber erstmal Weizen ernten. Da. Update gibt es nicht. Das hört sich irgendwie komisch an. Ich bin live gerade. Naja, ist auch egal, was ich meine. Es geht manchmal ganz schön ins Arme, ey, man das ganze Weizen reinzustellen. Wenn man am Handy spielt, geht's in den Finger. Wenn du beim Sport bist, das. Ah, ich kann gerade diese Übung nicht machen. Ich habe total Muskelkater in der Hand. Wovon hast du Muskelkater? Weizenfarmen. Jeder, wenn du das sagst, wird die sowas von auslachen. Kirsch und Himbeer. Aber noch ein paar Lollis.
und Pfirsich Eis. Eigentlich braucht man immer dasselbe, aber... Jetzt brauche ich nämlich Eier. Komm, ich kaufe nochmal 10. Ich wollte 10 haben. Jetzt habe ich 8. Ich möchte noch 2. Mindestens. Gibt's nicht. Boss ist wieder offline. Der Ex-Co-Leiter. Er hat seinen Titel hier abgegeben, für diejenigen, die es nicht wissen. Weil er nicht mehr so viel Zeit hatte. Ein Grund war Pokémon. Und der andere Grund war irgendwas anderes. Mit der Schule, glaube ich. Wollte sich da ein bisschen mehr engagieren. Bin seiner Bitte nachgegangen. Und jetzt ist Farmi der Co-Leiter für ihn. Peter, ist er voll verpeilt, Herr Erebos, Erebos schon längst wieder weg. Er ist aber immer so verpeilt manchmal. Yeah. Tja, mach ich Sonnenhut oder mach ich nicht Sonnenhut? Hier machen wir dann normales Popcorn, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ah, jetzt Tomatensuppe machen können. Scheiße. Ganz vergessen. Machen wir mal ein bisschen Tomatensaft jetzt. Aber davon erstmal genug. Dann kann ich auch wieder nichts machen. Die Form bestimmt auch nicht. Nee, natürlich nicht. Hotdog und diesen Zwiebeldog. Können wir wieder das neue Wort von Sanyo benutzen? Weiße Bälle. Sieht Sanyo als Reisnudeln. Ist das nicht ein Kracher? Ich konnte mich nicht mehr bremsen vor Lachen. Mittlerweile hat sich ausgelacht, aber ich finde es immer noch einfach. Nee. Nee, nee, nee. Nee, gerade nicht. Ach, immer so blöde Tastatur.
Bam. Ich sollte mehr Livestreams machen. Ich habe im Moment einfach wenig Zeit. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann mache ich das auch. Habe ich in der Woche noch ein und... Natürlich immer, wenn ich dann in der Woche einmache, dann schiebt sie das natürlich, bis ich den auf YouTube hochlade, auf Montag. Was anders nicht geht. Weil ich habe halt immer die Woche durchgeplant und... Ja. Dann wäre dann halt immer erst der nächste Termin. Was? Zitronentee habe ich nicht mehr. Kein Problem. Sojasauce. Ein Handtuchkunden, damit kann ich leider nicht dienen. Mein Bruder braucht die heute. Hat mir schon heute Morgen geschrieben. Gib mir Landurkunden. Ich dachte mir, was? Warum wächst du mich deswegen, du Sack? Jeden Samstag. Der lässt mich mal eine ganze Woche die Dinger farmen und dann sagt er, ja, brauchst du. Sanyo, Sanyo, Sanyo. Okay, bis später, Lord. Lord Germany. Eine Zitronenkerze. Ich habe jetzt leider nur kein Honig mehr. Ja, das ist 10 mehr Speck und Eier. Komm, die holen wir uns. Die krallen wir uns. Ich glaube, Sanyo ist gerade mit den Hunden spazieren, deswegen. Das ist eigentlich immer die Uhrzeit, wenn sie geht. Zack, wieder alles voll. Oh yeah. Der will nur 89, 82 Weizen, der Typ. Ja, kann ich jetzt leider auch nichts dran ändern. Ich weiß noch nicht, warum Sanyo die gelöscht hat. Werde ich hier gleich mal auf den Zahn fühlen. Sag ich, warum machst du so eine Scheiße?
Nein. Ärger kriegt sie nicht, aber trotzdem. Das ist ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, warum sie die gelöscht hat, aber die hatte dann bestimmt unter 300. Ausrufezeichen kann ich ihm helfen. Ausrufezeichen hat nur 304. Das ist ein bisschen blöd. Mal geht doch Ausrufezeichen, wenn ich ihm helfe. Braucht er nur noch eine. Wenn ich 19 machen würde, hätte ich, wäre ich vor Sanyo. Das mal, weil ich so viele 320er gemacht habe. Speck, ich brauche Speck. Und Maisbrot. Ah, kein Platz in meiner Scheune. Uiuiuiui. Also der einzige Grund, warum Sanyo die gelöscht hat, ist, dass er unter 300 war. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn die über 300 sind, dann spricht Sanyo meistens erstmal mit mir, ob sie die löschen kann. Ach nein, ich möchte nicht verbinden. Ich habe 3 Google-Konten. Warum das denn? Ja, dann soll er lieber Eier machen. Silo ist schon wieder voll. Ich brauche Platz in der Scheune und im Silo. Ah, 10. Bestimmt. Wenn nicht noch mehr. Das sagt man so, aber irgendwie macht der Satz für mich nie Sinn. 1. Einen habe ich schon mal. Den Rest krieg ich so zusammen. Wie leider soll er es machen? Wie kriege ich jetzt Platz in der Scheune? Alter. Jetzt sind natürlich alles keine Ausrufezeichenbüsche. Ist natürlich klar. Fehlt ein Himbeer. Strauch.
Das ist gut. Nochmal 4. Fünf. Okay. Da 5 da oben. 2, da habe ich jetzt schon mal 8. Was gibt's denn da Schönes? Oh, 50 Popcorn. Die lasse ich mal. Oh, 23 Bienenwachs, ey. Komm, verkaufen wir mal 10 Nägel. Und Weizen. Komm, geben wir dem mal seine 82 da. Boah, hat die dem alle 28 gegeben? Das wäre krass. Die Milch, die sah nicht mehr ein. Hier gibt es auch schöne Sachen. Ja. Ja, ja, ja. Sehr gut. Verkauft nichts mehr. Was soll das? Braucht ihr denn Hilfe? Da. Hab ich gerne gemacht. Nee. Okay, die gibt ja alles. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Mann, denn das blöde Silo immer. Das immer voll sein muss. Ah, die will auch Weizen. Das ist ja richtig cool.
direkt schamlos ausnutzen. Die sammelt immer alles. Pfannkuchen. Aber sofort. Butter. Ah. Ich bin Fuchs. Die haben für ein komisches Bild da oben. Sieht echt verstörend aus. Was hat sie denn wohl noch so im Angebot? Braucht doch Wolle, ne? Für Sonnenhut. Ich brauch Wolle. Schon in der Stadt, ja. Ja, machen wir schon. Oho. Was? Ach, dieser blöde Sack, ey. Geht doch woanders hin. Sess. Scheiß Name, sieht scheiße aus. Und will nur zum Kurbad. Welches voll ist. Rafft er einfach nicht. Die Wartezeit kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich finde sowieso diese ganzen Figuren, die hier bei Hades sind, die sehen irgendwie alle so total komisch aus. Ja, schon wieder kein Platz in der Scheune. Immer dasselbe. Eisenbarren. Cool. Jetzt kann ich ja wieder Sägen machen, ne? Aber ich mache es erst. Ich meine, Oliven, weil wir. Ja. Was für ein komischer Satz. Dann lassen wir die Bäume auch mal. Ich sammle jetzt auch erstmal ein bisschen. Kinga Luna braucht Hilfe. Sehe ich jetzt erst. Habe ich nicht.
eine Säge, sehr freundlich. Vielleicht eine coole Farm, ne? Finde ich. Die finde ich echt cool. Gut, das sieht ein bisschen komisch aus hier. So ein Spielplatz. Aber sonst ist cool. Endlich haben wir die Wolle. Die lang ersehnte Wolle für unseren Sonnenhut. Und die Pizza. Ja, mein Facebook-Bild ist immer ein bisschen komisch, ich weiß. Ich weiß es ja. Also für alle denke ich hätte Tattoos, ich habe keine Tattoos. Einfach nur extra schlecht bearbeitetes Bild. Ich hatte noch keine Lust, ein anderes zu posten. Mir fehlt ja die Idee. Ich hab kein, so ein Bild von sich zu machen ist irgendwie so langweilig, immer dasselbe. Ich mach irgendein anderes Bild da rein. Ich weiß noch nicht wann. Machen wir mal Shepherd's Pie. Viertelstunde sind die Kühe fertig. Ja, ich kann auch noch 5 Hühnerfutter von Greg kaufen. Wenn er nicht wieder seinen Shop verändert hat. Macht er ja ab und zu mal. Weizen verkaufen, das geht immer. Da kauft schon einer nach, das ist unfair. Werde ich ja nie fertig und reinsetzen. Ach, scheiße. Kommt doch nicht hinterher so. Kann ich wieder von vorne anfangen. Mann! Ich bin schneller als ihr mit Kaufen. So. Was? Ist ja wohl nicht wahr. Semi-Superfarm. Hi Semis. Alle zweiten Axt gehen in die zweite Gemeinschaft. Wenn sie eröffnet ist.
Kein Ding. Derby ist ja... Wenn man es verstanden hat, nicht so schwer. Dann noch ein bisschen Übung und dann... Ja, brauche ich... Also, keine Ahnung, ich habe mich da eigentlich direkt reingefunden bei dem Derby. Allerdings war das auch, als ich das erste Mal gespielt habe, nicht so schwer, weil ich habe das ja mit Sanyo das erste Mal gespielt. Da waren wir noch in der ersten Liga. Und da war das ja noch nicht so schwer wie jetzt in der Champions Liga. Wo halt jeder Fehler den Abstieg bedeuten kann. Das ist einfach so. Und jetzt auch schon wieder. Michaela hat einfach das Derby nicht gemacht. Wir sind jetzt, glücklicherweise sind unsere Gegner nicht so gut. Aber wenn die Gegner besser wären, dann hätten wir auch keine Schnitte. Ich weiß gar nicht, wie wir Fünfter sein können. Also echt. Wir haben Spieler weniger normal. Weiß auch nicht. Der ist das nur 12.000, ey. Das gibt's nicht. Dann passiert dir nichts. Was will Greg denn? Karotten. Ja. Nachproduzieren. Husten ist das gekauft, habt ihr gesehen? Husten. Popcorn. Drei Minuten ist der braune Zucker fertig. Ich glaube, die weiß das gar nicht, oder der? Ach man, ey, immer das blöde Gleichzeichen. Sollte eigentlich mal nach Erebos gehen. Meistens, wenn er on ist, verkauft er irgendwas. Ha! Ich wusste es. Kommen wir mal zum der Freundin von meinem Cousin. Die hat meistens auch mal Sachen drin. Ach, die war Level 50 irgendwo, ne? Ah, da genau, Level 53. Diesmal aber nicht. Die haben eine Dorfgemeinschaft hier. Schade, dass man die Rangliste von denen nicht sehen kann. Aber die sind auf jeden Fall nicht Champions Liga, die sind in der Lila. Und was ist das für eine Liga? Die dritte? Gucken. Kann ich gar nicht nachgucken. Was kriegen wir denn hier? Hier werde ich 5-mal Ziegenkäse nehmen, 2-mal Homerschwanz, TNT, Klebeband, Klebeband, Klebeband. Ja, und... Puh. Weiß ich nicht, alles scheiße.
kann er gerne machen. Kein Problem. Greg will auch Weizen. Ey, das ist richtig geil im Moment. Die wollen alle Weizen. Helfen wir ihr doch sofort. Man hat aber auch ganz viel Schrott stehen. Also Baumschrott meine ich. Habe ich das jetzt gemacht? Ne, den anderen habe ich nicht gemacht. Peter, der Sack. Eigentlich Speckkuchen loswerden, aber ist egal. Erdbeeren brauche ich auch noch. Erdbeermangel. Gibt aber keine mehr. Beeren-Smoothie. Der hat auch einen coolen Namen, Kukuruyuk. Der hat eine ziemlich volle Farm. So. In der Stadt müssen jetzt auch wieder was, muss jetzt auch wieder was fertig sein. Wenn wir gleich mal gucken. Oder kommt der Dicke? Der Dicke kommt. Der mal tanzt, wenn man ihn bedient. Da bist du los. Was willst du haben? Ich tippe nicht auf Weizen. Kürbis ist auch gut. Ah, ich hätte den Tanz zeigen sollen. Shit, egal. Vielleicht das nächste Mal. Oho. Oho. In 5 Minuten sind die anderen beim Kobalt fertig, aber ich glaube... Ah, die kann ich eh nicht woanders hinschicken. Ja. 3 Äpfel. Was will der hier nochmal? Zitronen-Dingsbums, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich kann Bienenwachs machen. Ich hatte, glaube ich, irgendwas eingesammelt, aber habe noch nicht produziert. Genau. 3 Äpfel. Noch. Ja. Jetzt kann ich Cess auch bedienen. Ich hoffe, jetzt ist er glücklich.
Hat sie, glaube ich, gar nicht gelesen. Naja, ist auch wurscht. Ist auch Wurst. Immer muss man einen Baum fällen. Nein, Nägel habe ich nie. Nie, nie und nochmals nie. Das ist die Brut des Teufels. Wie komme ich denn darauf schon wieder? Schreibe ich jetzt. Nägel sind die Brut des Teufels. Die hat man nicht. Ist auch nichts los, ey. Dodo, siehe. Einfach nur am Chillen, die Enten. Ich glaube, noch über 2000 Besucher bedienen. Ich werde mal gucken, wie viele es noch sind. Ach, das ist so eine Scheißaufgabe im Gemeinschaftshaus. Im Haus da. Ja, ne, 1800. Ich werde mal irgendwann einen Livestream machen, wo der 3 Stunden oder 5 Stunden geht und dann wird nur Weizen gefarmt. Dann mache ich eine Strichliste, was wir am meisten bekommen haben. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Dafür bräuchte ich eigentlich noch mehr Platz hier, aber das kostet 13 Diamanten, dieser Scheiß. Cool und aktiv. Honigpopcorn können die machen, aber ist noch nicht fertig. So eine Scheiße aber auch. Schon wieder kein Platz in der Show. Ich dreh am Rad. Verkaufen wir noch was anderes.
Hier die Dinger, nee, brauche ich auch noch nicht. Zack, zack. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich immer drauf. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.